der Jans und hallo hier direkt aus dem Stadion zum Aftermatch-Talk nach dem Pokalspiel in der ersten Runde SSV Jahn Regensburg gegen VfL Bochum 1:0. Heißt, nach diesen 90 Minuten, wir sind fix und fertig und alle nach diesem Pokalfight. Ich bin der Flo von 1889 FM und neben mir sitzt der Andi vom Turmfunk plus auch 1889 FM regelmäßiger Gast. Und ja, wir sind vollkommen fertig von dieser tollen Leistung vom Jahn. Ein Pokalfight, wie wir uns eigentlich gewünscht haben, mit allen drum und dran, mit vielen Chancen, mit vielen Zweikämpfen, mit einer tollen Stimmung hier im Jahnstadion. Und deswegen, ja, eigentlich ein Fußballtag, wie wir uns nicht schöner hätten ausmalen können. Deine Worte kurz, Andi, so als Zwischenfazit zum Spiel. Ja, der strömende Regen hat mir noch gefehlt. Also das wäre es dann noch gewesen, so wie den abschließenden Pokalfight. Aber nein, das ist natürlich Quatsch. Das war richtig, richtig stark, was wir da heute zu sehen bekommen haben. Und ich bin immer noch völlig geflasht. Ist ja relativ verhalten ins Spiel gekommen. Es gab zwar gleich zu Beginn eine gute Ecke. Da hat man schon gezeigt, ja, hat sich was vorgenommen, aber in der Folge, so in den ersten 20 Minuten, hat sich dann Bochum schon ein Übergewicht erarbeitet. Da hat man schon gemerkt, da kann der Ball auch sehr gut flott zirkulieren. Die spielen schon richtig gut nach vorne. Es gab dann auch die ein oder andere gute Chance von Bochum. Zwar jetzt nicht konkret aus dem 16er raus, aber durchaus so Abpraller waren sie durchaus präsent. Ich erinnere mich an ein, zwei Fernschüsse, die durchaus gut kamen. Ich erinnere mich dann, das war aber schon in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit, an die beste Chance der Bochumer in der ersten Halbzeit, an einen Schuss von Maxi Wittek, den Felix Gebhardt überragend hält. Also da muss ich sagen, hat uns natürlich auch ein bisschen Spielglück und auch das Können von Felix Gebhardt beim 0:0 gehalten. Auf der Gegenseite kam der Jan erst in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit nach dieser Trinkpause, die so ein bisschen vielleicht nochmal Gelegenheit gab, sich zusammen zu Chancen. Die beste, weiß nicht, ob du es anders gesehen hast, aber ich glaube, die beste war von Dominik Kota aus der Drehung, der da nach einem Missverständnis abzieht und relativ knapp drüber schießt. Aber so, das war, glaube ich, somit die beste Chance des Jahres in dieser ersten Halbzeit. Und da muss man sagen, vielleicht ganz leichtes Übergewicht für Bochum in dieser ersten Halbzeit. Aber der Jan gut dagegenhalten, gut verteidigt, in den entscheidenden Momenten eigentlich präsent gewesen. Ja, absolut. Also ich habe zwei gute Chancen notiert in der ersten Halbzeit, die von Kota, da hast du eben vollkommen recht. Und dann gab es noch von Bröger diesen Doppelabschluss nach einer Ecke, wo er dann leider zu zentral getroffen hat, denn ansonsten, glaube ich, hätte es da schon klingeln können. Ja, also für mich ganz entscheidend diese Trinkpause, da muss man die erste Halbzeit aus meiner Sicht wirklich in zwei Hälften einfach unterteilen. In der ersten Halbzeit der ersten Hälfte war Bochum für mich das klar spielbestimmende Team, ohne endgültig dann aber wirklich hier die großen Chancen sich zu erspielen. Da haben wir aber gar nicht so viel Land gesehen, sei jetzt mal, da haben sie ihn schön laufen lassen. Ab dieser Trinkpause war es ein anderes Spiel, da gab es mehr Chancen, aber eben hüben wie drüben. Und da haben wir dann uns deutlich besser ins Spiel gefunden. Also für uns diese Pause ist sicherlich nicht zum Nachteil gewesen. Ja, also war dann tatsächlich, für mich ging es dann mit einem gerechten 0:0 in die Pause. Klar, vielleicht ein leichtes Übergewicht für die Bochumer, aber wie gesagt, wir hatten auch zwei gute Möglichkeiten, von dem her war das okay für mich. Du hast ja auch dann nach der Pause gesagt, glaube ich, so als Zwischenfazit, es hätte auch 1:1 stehen können, auch vielleicht mit Gut und Recht, aber jetzt so eine klare Führung wäre eigentlich jetzt nicht unbedingt verdient gewesen für Bochum. Dann ging es in die zweite Halbzeit. Bochum, finde ich, mit sehr, sehr viel Schwung gekommen. Die ersten 5 Minuten mussten wir wirklich Druck überstehen. Ich erinnere mich dann die Situation, als Maxi Wittek, der Linksverteidiger der Bochumer, allein auf Gebhardt zuläuft und dann Gebhardt mit einem Monsterreflex halt einfach unter diesem Spiel hält. Da hätte es einfach 1:0 stehen können und auch in der Folge. Da gab es dann noch 2, 3 andere Situationen, Abpraller, die dann auch nicht verwertet werden konnten von Bochum. Felix Gebhardt auch wieder im Glückpunkt. Also da hätte es vielleicht dann klingeln können. Aber der Jan hat diese Druckphase überstanden und hat sich dann im Gegenzug wieder sehr, sehr stark reingearbeitet, hat sich dann irgendwie irgendeinen Dreh gefunden, sich da zu befreien, die Bochumer in den Zweikampfsituationen auch gut weg vom eigenen Tor wegzuhalten. Und dann ging's Richtung Führung. Ja, tatsächlich. Also die ersten 5 Minuten haben mir enorme Kopfschmerzen bereitet in der zweiten Halbzeit. Da sah ich das Ganze dann schon tatsächlich in Graben gehen, muss ich sagen. Da Robert würde jetzt sagen, wir hatten einen Prime-Gebhardt hinten drin, so nennt er es ja immer. Und tatsächlich, also ich würde sagen, wir haben den Gebhardt der Hinrunde von der letzten Saison heute wieder gesehen. Ebenso wie du es schon sagst, in der ersten Halbzeit den Schuss, den er da rausholt aus dem Dreieck, aber vor allem auch bei diesem 1:1. Also der heute richtig stark. Und dann, so ab der 50. muss man sagen, haben wir richtig gut wieder ins Spiel gefunden. Und auf meinem Zettel habe ich so alle 5 Minuten dann tatsächlich auch eine Chance für uns notiert. Gipfelte dann zwischendrin erstmal in einem Postenschuss von Kai Bröger. Gab dann nochmal eine Doppelchance danach, Kühlwetter Bröger. Und dann, ja, die 70. und diese Ecke, an deren Ende Florian Ballas stand und der das Ding dann einfach humorlos in den Winkel genagelt hat. Cool versenkt.
und in gewisser Weise auch vom Jan selbst erarbeitet. Du hast es schon gesagt, auch Dominik Kota hatte da noch eine Chance davor, hat die Ecke rausgeholt, wo wir schon gesagt haben, na, war eigentlich die dickste Chance vom Jan bis dato. Aber ja, Pröger auch mit dem Pfosten, das war dann vielleicht die dickste, die vom Pröger, vom Kota war dann die zweitdickste. Also der Jan hat da irgendwo die Stellschrauben gefunden, wenn ich herausheben möchte, also nicht nur einen, aber ein paar Spieler. Einerseits Kühlwetter, der finde ich jetzt in dieser zweiten Halbzeit, in diesem Pokalspiel, sich in die Mannschaft gespielt hat, finde ich. Der gezeigt hat, warum er auch derjenige ist, der die oft der Verstärkung ist, weil er einfach ein toller Zielspieler ist. Ja. Der die hohen Bälle abfängt, der kann aber auch die flachen Bälle nehmen, den Körper reinstellen, sich drehen, durchaus dann einen gefährlichen Schuss ablassen. Er ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Pfeilschnellste, aber er ist auf jeden Fall einer, der uns da vorne weiterhilft. Ein anderer, den ich da sehr gerne rausheben würde heute, Kai Brügger, der die Art Schienenspieler gespielt hat, wirklich viele, viele Meter gegangen ist, sowohl nach hinten, aber auch und vor allem nach vorne, der dann in der zweiten Halbzeit viel Alarm gemacht hat, über die rechte Seite gekämpft hat wie eine Sau, gekämpft hat, in den Zweikämpfen sich reingeschmissen hat, aber auch die Bälle anbringt. Das ist das ganz Entscheidende. Er hat teilweise ganz intelligente Bälle auch drin gehabt, auch in die Spitze nach vorne. Also es ist nicht nur so, dass er ein Kampfschwein ist, sondern der kann schon auch richtig Fußball spielen. Genau, er haut es auch nicht blind in die Mitte, sondern schaut nochmal, ob er vielleicht einen Haken schlagen kann. Ich weiß noch, wie er ein, zwei Situationen hatte, wo er in die Mitte gezogen ist und dann nochmal versucht, vielleicht querzulegen. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat Impulse gebracht und ja, hat sich voll reingehauen. Einer der Spieler des Spiels, ich will jetzt keinen rausheben unbedingt, aber der hat sich heute auf jeden Fall ein Fleißkärtchen verdient und hat gezeigt, warum er halt auch Startelf spielt bei uns. Das stimmt, gekämpft haben heute aber alle wirklich übermaßen und von dem her würde ich jetzt tatsächlich heute auch, würde ich gar keinen rausheben. Was auch schon gefruchtet hat, waren die Einwechselspieler. Uru Takba hat mir gut gefallen. Der hat das sofort ganz abgezockt, das vorne gemacht, hat da auch seinen bulligen Körper immer wieder gut eingesetzt. Noah Ganaus, ein, zwei gute Aktionen sogar auch mit drin gehabt noch. Von dem her heute eigentlich keiner dabei, der jetzt irgendwie besonders abgefallen ist oder besonders negativ hervorzuheben ist. Heute war es eine geschlossene Mannschaftsleistung und zwar eine bärenstarke. Ein Sieg des gesamten Teams, aber auch des Trainerteams, denn wir hatten sie ja auch im Turmfunk kommentiert. Heute mal mit der Lösung einer Dreierkette, mit den Schienenspielern Pröger und Schönfelder auf der anderen Seite. Muss man sagen, ist voll aufgegangen. Bochum natürlich zu Chancen gekommen, aber als auch nicht zu den wahnsinnig gefährlichen, natürlich. Und bei den wahnsinnig gefährlichen hat uns halt Felix Gebhardt gehalten. Aber so defensiv sah das auch durchaus seriös aus. Das hat jetzt gegen Hannover zum Beispiel im ersten Saisonspiel der zweiten Liga, hat das nicht so gut ausgesehen. Da ist im einen und anderen Mal düpiert worden. Heute standen wir sicher. Das zweite Spiel jetzt auch in Folge zu Null. Sowohl gegen Ulm als auch jetzt eben heute. Und von dem her, ich glaube, da hat schon ein Lerneffekt eingesetzt. Ziemlich schnell. Das ist ja auch schön und das brauchen wir auch. Denn in dieser zweiten Liga, die wir vor der Brust haben, wirst du ansonsten relativ viel Lehrgeld zahlen müssen. Aber die Mannschaft scheint lernfähig, scheint wissbegierig und setzt das dann verdammt schnell um. Gute Nachrichten, vor allem im Hinblick auf die nächsten Wochen. Wir wollen jetzt nicht zu weit vorausgreifen, aber wenn man sich an die nächsten beiden Aufgaben denken, Berlin auswärts, führt zu Hause, das sind schon richtige Kaliber. In dieser zweiten Liga geht's halt einfach Schlag auf Schlag, aber dieses Team scheint sich sogar einigermaßen jetzt mittlerweile gefestigt eingespielt zu haben und das ist die gute Nachricht, abgesehen davon, dass wir halt natürlich heute den Favoriten geschlagen haben und einfach auch einen Grund zu feiern haben. Und ich glaube, das war ein perfektes Schlusswort. Dabei können wir es eigentlich auch belassen und ja, wir wünschen euch noch viel Spaß beim Feiern. Wir werden es auf jeden Fall jetzt dann noch krachen lassen. Servus. Und dann Sissoko, Achtung, das war gut gespielt und jetzt geht es in Richtung Strafraum und da muss Pröger ran. Oh, gute Schusschance hier durch Maximilian Wittek. Pröger hätte die Meter gemacht, wäre ordentlich mit zurückgegangen, aber Wittek hat auch nicht lange gezögert, sofort den Schuss von der Strafraumkante genommen, ist ans Außennetz, aber war schon eine gute Gelegenheit. Und dann gibt es den Freistoß auf der linken Seite, direkt vor der Jahnbank. Schnell ausgeführt, schön auf Pröger, muss ihn sich runterstoppen, ein bisschen ungenau, aber trotzdem, immerhin noch Ballbesitz, Jan. Pröger, was macht er? Zieht in die Mitte, ja, stark, immer noch im Ballbesitz, aber gibt dann in die Mitte auf Kühlwetter, der zieht mal ab, aber auch nicht ganz so platziert, aber dennoch aufs Tor und Dreves muss zupacken, immerhin ein Torschuss. Geht weiter, Ziegele in den Strafraum, bisschen durcheinander jetzt, jawohl, Ballgewinn und Kota! Knapp übers Tor, größte Gelegenheit für den Jan, ein bisschen aus dem Nichts, aber ein bisschen Ping-Pong und Kota fackelt dann nicht lange von der Strafraumkante, zieht er das Ding aufs Tor, geht dann einen halben Meter drüber, würde ich sagen. Schneller Einwurf, jetzt sind sie durch, Passlack, Foulspiel eventuell vielleicht, Passlack kam dann nämlich zu Fall, aber Schiedsrichterheft winkt ab, weiterhin aber Flanke, Bochum gefährlich da, Witter kriegt den Abpraller und zieht mal ab, ganz stark gehalten.
Wittek da Richtung Kreuzeck gefeuert, links oben, und Felix Gebhardt kriegt den gerade noch dazwischen, leckt mich am Arsch. Ja, sehr gefährlich, Passlack da freigespielt, bisschen abgedrängt worden, aber schon im Strafraum, geht da nochmal an Bräunig vorbei mit der Flanke jetzt, aber ins Nichts, trotzdem weiter ballscharf mit Wittek, der ist von der linken Seite, bringt den Ball rein, oh jetzt bange Minuten, abgeprallt, eieieiei. Gefährlich, aber nicht aufs Tor gekommen, und jetzt vielleicht die Chance mal sich zu befreien vom Jan. Pröger da instinktiv nach vorne geprügelt. Über die Variante mit Schönfelder machen, also kurz gespielt, aber jetzt zeigt er doch an, dass er ihn reinschlagen wird. Ja, da muss Drewes ran mit der Hand, und dann ist Pröger da. Nochmal Pröger! Zu zentral, da war Schmackes dahinter bei Pröger. Gute Möglichkeit, aber leider genau in die Mitte, und deshalb am Ende kein Problem für Patrick Drewes. Jetzt kommt die Flanke von Daschner von rechts, schwach getreten, flach rausgeklärt, aber weiter den Ballbesitz jetzt Bochum nochmal reingechippt. Jetzt müssen sie sortiert sein. Oh. Abseits abgepfiffen, weil der Ball dann jetzt im Netz war. Broschinski hat abgestaubt im Vorwärtsgang. Jetzt links rausgespielt. Oh. Mit Wittek jetzt. Und dann, top gehalten. Und nochmal Nachschuss von Gebhardt. Jetzt geht es aber also richtig ab hier. Das war jetzt wirklich vogelwild. Vielleicht jetzt über Dominik Koter, der den Ball da mal aufnehmen kann in der gegnerischen Hälfte. Spielt ihn dann, hat Glück, dass der Ball ankommt bei Kühlwetter, der ist im Strafraum, Christian Kühlwetter, Schuss! Und zieht ihn ordentlich am Tor vorbei, aber er zeigt, dass er Stürmer ist, er zeigt, dass er den Zwang hat, hier mal abzuschließen. Und dass er auch gar nicht lange fackelt, das gefällt mir gut. Und es geht wieder in Richtung des Bochumer Tors, also sehr, sehr unterhaltsam jetzt in dieser zweiten Halbzeit. Das Spiel, in der Spitze ist es, Kühlwetter, und ans Außennetz, schön gemacht. Ja, da ist Kühlwetter an der Strafraumkante, und dann ist jetzt im Strafraum Ernst, und dann ist da Pröger. Wow, Pfosten. Pfosten. Das gibt's nicht, so stark gespielt von allen. Alle hatten den Kopf oben, und das war richtig gut. Jetzt Kühlwetter, kann ihn im Strafraum annehmen. Ja, Kühlwetter. Wieder ein guter Abschluss, und dann kurze Unsicherheit bei Drewes. Die hätte Koter sogar gerochen, aber im Nachfassen kann ihn Drewes aufnehmen. Ja, guter Ballgewinn jetzt, stark von Kai Pröger. Was macht er damit? Das war sensationeller Pass von Brügger. Und jetzt Koter alleine auf dem Weg zum Tor. Koter! Nein! Komm halt dran! Er macht ihn nicht! Das gibt's nicht! Eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ein super Pass von Brügger. Dann ist Koter alleine unterwegs. Aber er traut sich den direkten Abschluss nicht zu. Dann kommt ein Bochumer dazwischen. Er legt den Ball vorbei. Da denke ich, er ist verloren. Aber er bringt den Fuß doch noch dran. Und apropos Fuß dranbringen, auch der Torhüter Patrick Drewes kann dann in letzter Not, in größter Not das Ding noch retten. 10, 15 Minuten sehr stark vom Jan, der da heute sich gute Chancen rausspielen kann gegen den Bundesligisten. Jetzt wieder hinten, ernster, spitzer Winkel in die Mitte gegeben. Abpraller, Schuss, Tor! Ja! Bam! Flo Ballas! Jawohl! Und das hat sich angedeutet. Da machen sie das Standardtor, der Ball fliegt Flo Ballas vor die Füße und der knallt das Ding mit allem, was er hat, ins Dreieck. 1:0, 70. Minute für die Arnelf. Geil. Mit vollem Einsatz Flo Ballas noch reingewuchtet. Viel Unordnung im Bochumer 16er nach dieser Ecke, und dann ist er einfach Ballas ganz cool ins Kreuzeck reingeschoben. Keine Chance für Drewes, und das Stadion steht Kopf. Ja, im Duell mit Noah Garnaus, und Garnaus bleibt der Sieger. Und richtig stark von Garnaus, der jetzt auch ins Laufduell hier geht und Einwurf rausholt. Sau stark von Noah Garnaus. Auch der bekommt jetzt hier Szenenapplaus. Da ist wieder ein Bochumer Bamba. Oh, da müssen wir jetzt richtig rangehen. Und zentral freigespielt. Bero, der ist wirklich frei, aber das setzt ihn dann auch zentral drüber. Das ist eine dicke Chance gewesen. Leck mich am Ärmel. Ja, er wirklich lässt aber das noch spielen, und das nervt mich, weil es sind mittlerweile 4,5 Minuten durch, und er lässt nochmal einen weiten Ball zu, den jetzt Drewes nach vorne bringen wird. Erstmal unsauber für meine Begriffe, da müssen wir ran. Jawohl, jetzt wird er rausgehalten. Ja! Aus und vorbei! Der Geil! Schafft es, holt die Pokalsensation nach Regensburg. Kickt den ersten Bundesligisten in dieser Runde raus. Geil!